Willkommen to the Big, wir toppen unsere Zeitvideo. Eine 3:35:34 ist zu knacken. Ich bin jetzt nicht, ich wiederhole nicht, herausgegangen aus dieser Veranstaltung. Demnach haben sich die Geister nicht, ich wiederhole nicht, aktualisiert. Vielleicht werde ich das noch tun. Aber ich fand es jetzt erstmal gar nicht so schlecht von der Idee. Weil ich glaube, das macht mich nur nervöser, wenn ich jetzt Kanos Geist da vorne sehe und sehe, wie er wegfährt. Das war schon mal super. Das war nicht so gut. Hätte man schneller machen können, bin ich ein bisschen zu spitz rein, aber ey, 06 vor meinem eigenen Geist, jetzt da schon. Also wenn man nur genug Zeit hat, dann kann man hier, glaube ich, auch durch sehr viel Übung einfach was reißen. Braucht man nicht mal so den grundlegenden Skill oder so. Denn den habe ich mit den Autos sicherlich nicht, aber genau den gleichen Fehler wie vorhin hier. Aber trotzdem Vorsprung ausgebaut. Ich finde ja Runde 1 GTA Academy könnte ruhig Kart sein. Von mir aus könnte auch Finalrunde Kart sein. Da wäre ich wenigstens gut. Also so richtig gut. Oh, schon über eine Sekunde. Hoho. Na, blöd. Verschaltet. Im Endeffekt war das bis hierhin ja vorhin auch alles ganz okay, ziemlich gut sogar. Und ab hier begann dann das Trauerspiel. Ja, das war schon wieder nicht so gut. Jetzt war ich beide Male nicht zu spät, sondern eher ein bisschen zu früh. Also in der ersten war ich auf jeden Fall zu früh, da gerade eben ging's. Nächste Zwischenzeit müsste nochmal größer ausfallen. Größeres Delta. Oder? Nein, zu spät. Fuck, egal, fahren wir weiter. Gut, das kann man ja alles im dritten fahren, so wie es aussieht. Sogar die. Krass. Alter Schwede, wie viel habe ich da denn jetzt gut gemacht? Schade, jetzt habe ich mich da verschaltet. Ey Leute, 3:33. Also da ist noch was drin, wenn ich das mal gültig durchbringe. Ich glaube nicht, dass ich immer den ersten Sektor so gut hinkriege und da allein schon über eine halbe Sekunde raushole. Aber da ist noch was drin. Wäre schon lustig, wenn ich irgendwie Yassi schlagen könnte. Ich glaube es zwar nicht, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen.
ziemlich genau auf Geistniveau. Etwas besser durch die gekommen. Leicht vorne. 0-1. Grob. Hab sogar mehr Geschwindigkeit mitgenommen. Mal gucken, ob wir jetzt richtig anbremsen hier in die Schikane. Ah, Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Unnötig. Das war unnötig. Das war sehr schnell. Ja, bin ich zu viel rumgehopst. Ist schwer. Wirklich schwer, da den Bremspunkt zu treffen. Je nachdem, wie stark du einlenkst, variiert der Bremspunkt und dann springst du auch noch hin und her, je nachdem, auf welcher Bahn du dort bist. Zu spät. So gut getroffen, die Kurve, und dann viel zu spät. Viel zu spät gebremst. Schon wieder. Na, dann geht Power Surfer vorbei. Da ist mein Geist genau auf meiner Höhe. Mist. Mist, Mist, Mist. Merkt er, ne? Bin jetzt wieder im Stage. Ich muss unbedingt so schnell durch den ersten Sektor kommen wie vorhin. Zu früh. Wieder genau das gleiche Problem, was ich schon öfter hatte. Zu früh rein, dann hast du die Wahl. Entweder du hast noch Glück, warst einfach nur zu spitz und musst vom Gas gehen. Oder du warst wirklich so spitz und hast praktisch keine Variante. Keine Möglichkeit. Oh Gott. Hast praktisch keine Möglichkeit, da durchzukommen, ohne die Pylonen umzufahren oder voll nach links wegzureißen. Das war jetzt gerade eben der Fall. Habe ich nach links weggerissen. Nichts gebracht. Thank you.
Da zu bremsen ist blöd, da kann man sich besser rollen lassen. Eine Bremswiste ist zwar langsamer als beim Rollen, logisch, ne? Aber durch das Bremsen verschenkst du zu viel Grip. Kann man besser, ach Gott, kann man besser schnell durchrollen als bremsen. Da, gleichen Fehler. Den gleichen Fehler wieder gemacht. Zum einen leicht gebremst. Ja, ich weiß, ich hab's vor einer Minute gesagt. Und zum anderen leider zu früh gelenkt. Ja, da auch. Wird nichts mehr. Alter, ich hab so gut angefangen, ja. So bombenmäßig mit mega Zug hier reingekommen in die Folge. Und dann stark nachgelassen. Das ist doch blöd. Das ist doch echt blöd. Das macht doch beim Zuschauen keinen Spaß. Deine Mom hat die Strecke verlassen. Ist mir daher auch noch nicht passiert, glaube ich. Das war gut. Nicht so perfekt, wie ich es schon mal geschafft habe. Aber es war gut. Das war jetzt nicht so gut, zu weit rauszukommen. Leicht anbremsen, rollen, aufs Gas treten, nicht die Kontrolle verlieren. Ja, ja. Sieht ganz gut aus, endlich mal wieder hierhin geschafft, ja? Vorsprung 0,5 oder so. Da kann ich mit leben. Das war nicht so gut, aber trotzdem verbessert.
Nein! Da habe ich übertrieben. Naja, fahren wir weiter. Mal schauen. Also da ist eine 32er drin. Jetzt habe ich am Ende die Schikane schon langsamer genommen, um möglichst schnell wieder reinzukommen hier in die neue Runde. Ist mir nicht so geglückt, wie man gesehen hat. Schade. Schade, 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 schade. Mann, 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 wenn ich das mal gültig durchkriegen würde, ne? Ich habe mir ja keinen Vorteil verschafft, gerade eben vielleicht einen minimalen. Allerhöchstens einen minimalen Vorteil, wäre trotzdem noch eine 32er Zeit. Oh Gott, über den Körb gefahren. Rechts abgehoben. Mann, 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 ich möchte es schaffen. Nein! Classic. Classic drauf, du da drüber zu fahren. Ist mir lange nicht passiert. Lange, lange ist mir das nicht passiert. Kann man mal machen. Tja, ich fürchte, im schlimmsten Fall muss einfach der Vision GT. Normalerweise sind die Vision GT-Saisonveranstaltungen immer relativ lang drin. Im schlimmsten Fall gibt es dazu keine Folge von mir. Ich denke mal, ich werde nach dieser hier, die wir gleich mal aus Zeitgründen beenden müssen, die sicherlich schon lang genug. Ich denke mal, ich mache hier nach noch. Ach Gott. Ich denke mal, ich mache hier nach noch eine weitere finale Runde. Denn ich möchte es schaffen. Ja, das war wieder. Ne, die Hände nicht am Lenkrad gehabt. Ne, ne, ne. Ich möchte schon gerne schaffen. Ich weiß ja, ich kann eine Zeit fahren, die nochmal 2,5 Sekunden besser ist als meine. Also möchte ich das auch schon gerne gültig ins Scoreboard schaffen. Sehr gut. Den ganzen Schwung mitgenommen. Hm.
Na, den ganzen Sektor jetzt nicht so perfekt genommen wie die eine Kurve, aber insgesamt zufriedenstellend. Na, ja, da hinten ist der Geist. Na, blöd. Aufmerksamkeit, Leute. Ich brauche eine Pause. So, ausholen. Ich mache hier eine Pause, das heißt Folgenende und höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, es sei denn, die PlayStation spielt gleich innerhalb von 2 Minuten ab. Aber wird es noch eine Folge geben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann mit einer 3,33 oder niedriger. Tschüss.